Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Ich bin ja schon ein paar Tage aus dem Urlaub wieder zurück. Ich schulde euch aber noch das Testvideo zur offiziellen Google Nexus 7 Hülle. Die hatte ich jetzt die ganze Zeit im Urlaub im Einsatz. Und nein, es ist kein Case, es ist wirklich eine Hülle, wo das Nexus 7 komplett reinkommt mit Reißverschluss. Und jetzt gehen wir mal in die Nahaufnahme und ich zeige euch, was mir aufgefallen ist und wie die überhaupt sich nach dem Urlaub gehalten hat und wie sie immer noch aussieht. Also, gehen wir mal kurz um die Hülle rum. Ihr seht es, die war mal komplett schwarz. Mal gucken, ob sie Kamera einfängt. Hier sind so hellere Stellen. Natürlich, da ist Sand. Die war natürlich immer mit am Strand. Das Muster sieht nach wie vor aus. Ich habe sie jetzt nicht geputzt. Also, Flieger gut überstanden. Wurde in die Ecke überall hingepfeffert. Und wie gesagt, sie lag in der prallen Sonne. Sie wurde mit Sonnencremepfoten angefasst. Sie wurde überall eigentlich mit hingeschleppt, weil ich habe sehr, sehr, sehr viel auf dem Nexus 7 ja gelesen. Das war ja mein Urlaubstablet. Und das ist jetzt, wie gesagt, die offizielle Hülle für die neue Generation. Also passt natürlich problemlos rein. Innen ist sie natürlich schön flauschig gepolstert. Also das fühlt sich, wenn ich ein Tablet wäre, ich würde mich freuen, wenn ich in so einer Schutzhülle drin wäre. Geht auch immer relativ fix und einfach rein. Und dann natürlich noch der Reißverschluss. Und ich bin ja auch immer so skeptisch beim Reißverschluss. Also der kommt nie an das Gerät ran. Das ist dick genug gepolstert. Da muss man jetzt keine Angst haben. Und dann außen haben wir ja immer noch die Hülle, wo ich ja gekräht habe, dass die keinen Reißverschluss hat. Und das ja, man hat jetzt Platz, um noch ein Smartphone irgendwie da reinzustecken oder sonstiges Zeug. Aber dadurch, dass es natürlich keinen Reißverschluss hat, das rutscht natürlich automatisch raus. Das ist dann beim Apple-Produkt auch nicht anders. Definitiv noch der Verbesserungsvorschlag. Mit Reißverschluss wäre das Ganze, also außen nochmal eine Tasche, nochmal eine ganze Ecke besser. So, auf jeden Fall, der Reißverschluss funktioniert noch. Wäre natürlich auch schade nach einem Monat, auch wenn man ihn intensiv nutzen würde. Macht immer noch einen super Gesamtausdruck. Ich glaube, wenn ich es einmal waschen würde oder vernünftig ausklopfen würde, sieht das Ding fast wieder aus wie neu. Hier stehen keine Nähte über, keine Fäden bilden sich. Was man da auch noch erwarten könnte. Guck, und was ist mit dem Vorgänger, denkt ihr euch jetzt? Weil ich weiß gar nicht, ob es für den Vorgänger auch eine Hülle gab. Passt der denn auch rein? Der ist ja ein bisschen breiter noch als das neue Nexus 7. Und ja, er passt rein. Man muss aber ein bisschen, nicht viel drücken. Aber so ist, im direkten Vergleich geht es schwerer. Aber der wird auch dick gepackt, dick eingewickelt. Und kann man dafür also auch benutzen. Also, kommen wir jetzt mal zum Fazit. 29 Euro für das Teil. Ja, geht, sag ich mal, in Ordnung. Man kann auch was anderes nehmen. Für den täglichen Gebrauch vielleicht nicht ganz so toll, wenn man denn mal fix drauf gucken will. Man muss immer den Reißverschluss aufmachen und es dann doch rauszubbeln, dann wieder reinstecken. Ja, da ist natürlich so ein Klappcover oder sowas. Wäre natürlich einfacher. Aber Urlaubstest definitiv bestanden. Strand geeignet ist es auch. Ja, ich kann das Produkt absolut wirklich empfehlen. Wenn jemand sowas sucht, dann keine Skrupel haben, zuschlagen, eventuell dann nächstes Jahr ein paar E-Mails an Google schreiben, macht einen Reißverschluss an die äußere Tasche. So, das soll es gewesen sein. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.